Hier jagt ein Lauf den anderen, vom 2-Kilometer-Lauf für Schüler bis zum Marathon. Das größte Starterfeld gibt's beim Halbmarathon. Stefan Knopf aus Artern zählt zu den Favoriten. Ich konnte ja letztes Jahr Zweiter werden und würde halt dieses Jahr gerne auch wieder das Podium erreichen. Vor dem 34-Jährigen liegen 21 Kilometer. Das bergige Gelände zählt zu seinen Lieblingsstrecken. Fast 700 Höhenmeter muss er dabei überwinden. Die Konkurrenz ist groß, darunter Olympiasieger Nils Schumann. Er ist fast so alt wie der Kyffhäuser Berglauf, 39 Jahre. Seit 1979 kommen Sportler zum Volkslauf am, um und über den Kyffhäuser. Endlich der Zielsprint im Halbmarathon. Vorn ist Robert Makarinos. Stefan Knopf kommt nur wenige Sekunden später. Stefan und ich wechseln uns immer ab hier in der Region. Und heute hatte ich das Glück, dass ich mal wieder vorne sein konnte. Aber ohne Stefan wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen, so eine Zeit zu laufen. Ich bin mit der Leistung zufrieden und herzlichen Glückwunsch an Robert. Das war wirklich ein ganz starkes Ding. Dann kommt auch Nils Schumann ins Ziel. Genauso wie das schnellste Kind und der Sieger des Marathons über 42 Kilometer, Marcel Krieghoff. Ich bin ja gebürtiger Bad Frankenhäuser und für mich ist es einfach Pflicht, hier zu starten. Und ich liebe es, es sind meine alten Trainingsstrecken. Ja, ich habe gesagt, wenn ich hier den Halbmarathon gewinne, laufe ich in das Jahr drauf den Marathon. Das klappt nun nicht, das heißt, ich probiere es nächstes Jahr hier nochmal.